37 Grad und es wird nicht kälter. Der Petersplatz im Vatikan füllt sich trotz extremer Temperaturen. Für Einlasskontrollen stehen die Ministrantinnen und Ministranten, die zum großen Teil aus Deutschland angereist sind, mehr als 2 Stunden an. Denn auf dem Platz vor dem Petersdom hält der Papst eine Sonderaudienz für die 50.000 Teilnehmenden der internationalen Romwallfahrt. Mit dabei 400 Minis und ihre 86 Betreuenden aus dem Bistum Eichstätt. Sie haben sich in Kleingruppen über den gesamten Platz verteilt, gute Stellen gesucht, um später einen Blick auf Papst Franziskus werfen zu können. Mit viel Wasser, Sonnencaps und schützender Folie versuchen die Jugendlichen, die Temperaturen zu überstehen. Die Stimmung ist trotzdem gut. Mit Musikprogramm lässt es sich auf Papa Francesco warten. Und dann ist es soweit. Der Papst fährt im Papamobil durch die Reihen. Und das mehrere Runden lang. Zwei Minis aus dem Bistum Eichstätt werden den Tag wohl nicht mehr vergessen. Sie dürfen im Papamobil direkt neben dem Papst über den Petersplatz mitfahren. War relativ spontan, weil ich davon nicht wusste. Also eigentlich cool. Wir wussten eigentlich nicht, dass wir da mit dem Papamobil fahren. Es war eigentlich nur ausgemacht, dass wir irgendwie die Hand schütteln oder so. Und dann kam da das Papamobil rein und dann sind wir eigentlich auch schon losgefahren. Erstmal geschockt, aber habe mich auch gefreut. Eigentlich hat sich das angefühlt wie 10 Minuten. Ich weiß nicht, wie lang das war. Ja, es war halt ungewohnt. Ich stehe sonst nicht so oft im Mittelpunkt, aber da dann schon so. Wir sind ja an den Leuten vorbeigefahren und die haben halt all den Papst zugejubelt. Und ja. Wie war das für dich? Schon cool. Ja. Ich habe ihn gefragt, ob wir Selfie machen können und hat er ja gesagt und dass wir für ihn beten sollen, hat er gesagt. Ein eindrucksvolles Erlebnis für alle auf dem Platz. Die jungen Christinnen und Christen jubeln dem Papst zu, machen Fotos und Videos und freuen sich, bei dieser besonderen Audienz dabei sein zu dürfen. Die kommenden Tage sind die Minis aus dem Bistum Eichstätt noch gemeinsam mit Bischof Gregor Maria Hanke unterwegs. Er feiert mit ihnen Messe und schließt sich auch beim Sightseeing den Gruppen an. Am Sonntag geht es dann mit 10 Bussen wieder zurück von Italien nach Deutschland.